Hi, hier ist der Frank von Wir kochen was. Wir wollen heute komplett vegan kochen. Deshalb haben wir schon ein bisschen Tofu hier liegen. Ein bisschen Frühlingszwiebeln. Legen wir mal nach da. Die müssen wir gleich noch klein schneiden. Wir sind gerade dabei und blanchieren hier mal eben schnell ein bisschen Brokkoli. Wo liegt der da? Dann haben wir hier ein bisschen Karotte. Den Freund, den räumen wir mal weg. Den wollen wir heute nicht. Und ich werde jetzt hier mal eben schnell eine Soße bauen, indem ich gleich unseren Tofu so ein bisschen einlegen werde, damit das so ein bisschen kräftig im Geschmack wird. Als erstes tue ich da mal so ein bisschen was an Sojasauce rein. Dann wie immer gerne ein bisschen Sesamöl. Ketchup Manis haben wir auch mal wieder am Start. So, dann werde ich jetzt einmal kurz hier mit dem Löffel, wie ich das immer so gerne mache, einmal die Kerne aus der Chili rausnehmen, weil wir wollen ja nicht nur Chili schmecken, wir wollen ja auch ein bisschen was so an Geschmack haben. Dann schneide ich die jetzt einmal kurz klein und dann tue ich die da auch noch mit hinein. So, jetzt habe ich hier den Chili noch mit reingetan. Ein Hauch Wasser, damit es ein bisschen dünnflüssiger ist. Schön umrühren. Dann haben wir unseren Tofu hier. Das ist ein vorgewürzter Tofu schon. Ein bisschen dunkler. So eine Sorte, die haben wir neulich schon bei der Lamensuppe benutzt. Da wir in der Zwischenzeit häufiger mal Lamensuppe gemacht haben, haben wir da jetzt so ein bisschen schon uns ausgetestet und ich finde den irgendwie sehr schön. So, jetzt tue ich den hier rein, mariniere den so ein bisschen, dann könnt ihr ja gleich noch ein bisschen da drin ziehen. So, ich habe jetzt mir die Pfanne hier hingestellt. Vorher habe ich kurz unseren Tofu hier eingelegt. Das soll jetzt da schön ziehen. Unser Brokkoli ist auch schon hier jetzt blanchiert. Wir blanchieren den und dann wird er einmal abgeschreckt. Dann behält er nämlich schön seine grüne Farbe. Unser Öl ist heiß. Da kommt jetzt schön Zwiebel rein. Und ja, ich tue den Knobi da jetzt auch schon rein. Machen wir ein bisschen mehr Gas hier. Dann tue ich da meinen Knobi noch zu. Dann habe ich mir noch eine Chili klein gemacht. Auch wieder Kerne raus. So, das dünste ich mir jetzt ein bisschen an. Ein bisschen wenig Fett haben wir hier, kann man ja ein bisschen Sesamöl noch dazu tun. Und dann tue ich da auch schon die Karotten mit rein, weil die brauchen schon verhältnismäßig lange, damit die weicher werden, genau, und nicht so knallerhart sind. So, jetzt brauche ich einen kleinen Moment und dann melde ich mich gleich wieder. Ich habe da jetzt mal so ein bisschen Wasser noch zugetan. Das wirkt so ein bisschen wie Brandbeschleuniger. Dann geht das Ganze ein bisschen zügiger mit der Karotte. Das lasse ich jetzt komplett verdampfen. Und dann ist die Karotte fast fertig. Und dann werden wir das Ganze noch ein bisschen weiter hier anschwitzen. So, jetzt haben wir das Ganze schon so ein bisschen angeschwitzt hier. Jetzt tue ich da den Tofu rein. Soße und Tofu. Das Ganze wird jetzt auch nochmal schön durchgebraten, gekocht. Das gibt jetzt gleich ein bisschen Soße auch. Und zum Schluss tue ich dann da gleich noch den Brokkoli rein. Der ist ja jetzt schon ziemlich fertig, sodass ich da jetzt nicht stundenlang noch kochen muss. So ein bisschen Petersilie schneiden wir jetzt nochmal zwischendurch.
macht der Dutt mal eben schnell, während ich hier den Tofu fertig mache. Den schmeißen wir dann da ziemlich zum Schluss drauf. Immer schlecht, wenn man den Mund voll hat. Hab gerade mal ein bisschen probiert. Ich schmeiß da jetzt nochmal so ein bisschen Frühlingszwiebeln rein. So. Und das sieht alles schon mal ganz gut aus. So, die lasse ich jetzt auch noch ein bisschen anziehen. Und dann kommt der Tofu da rein. Und dann muss ich mich mal um meine Soße kümmern. Und mal richtig abschmecken, wie das so schmeckt. So, dann haben wir jetzt alles soweit fertig, bis auf den Brokkoli. Den tun wir jetzt dann noch eben schnell zu. Und den lassen wir jetzt eben schnell noch schön mit heiß werden. Und dann können wir gleich anrichten. Dann wollen wir jetzt mal eben schnell ein bisschen anrichten. Schön Tofu, Brokkoli, Karotte. Genial. Ein bisschen Brokkoli dazu. Ein Häugelchen Soße. Tipptopp. Das sieht doch klasse aus, oder? Ja. Wenn euch das gefällt, abonniert uns, gebt uns einen Daumen und ja, wir wollen schnell essen jetzt, weil sonst wird es kalt. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Sagen ja. Und Tschüss.